Noch einige Worte zum heutigen Geschehen. Die Menschheit ist wiederum in die Starre gefallen. Es war nicht der Auslöser aus dem Lichtgeschehen Gottes, dass die Menschen noch einmal in die Starre fallen. Sie sind aber in die Starre gefallen, alleine durch ihr Verstandesdenken. Sie bekam wieder Obermacht. Sie führte den Menschen wieder im Grübeln, im Gehirn, zu Dingen hin, die keine wahrhaftigen Ziele sind. Denn wahrhaftige Ziele sind immer hohe, reine Ziele, die die Menschheit überdauert. Das sind die hohen, reinen Ziele. Sie werden die Menschheit überdauern. Alles andere ist nur grobstofflich und im Verstand, hat also keine Werte. Und die Menschen wollen wieder in dieses Unwerte, Verstandesdenken hinein und geben sich so, dass sie keine Freude haben. Sie gehen freudlos durch die Welt. Sie bestimmen den Takt. Sie bestimmen das Wirtschaftswachstum. Sie bestimmen, was der andere denkt, denken darf. Ist das nicht traurig, schlimm? Wohin gehen die Menschen denn? Sie werden Sklaven. Sie werden abberufen bald. Bekommen Chips, bekommen die nächste, darf ich jetzt nicht sagen, sonst tun sie mich wieder löschen. Tja, sie bekommen immer das, wonach sie suchen. Menschen, die nichts haben, suchen immer das Gleiche, immer Verstandesaufbau, Verstandeshalten und Verstandes ausgeben. Sie geben also immer das und häufen das an, was dem Verstande dient, nur dem grobstofflichen, irdischen, materiellen. Ja, nun sind die alle in die Starre gefallen. Die Menschheit ist in der Starre. Ihr könnt es sehen, dass Menschen ein Aus und ein Tag ein, Tag aus immer das Gleiche tun. Immer das Gleiche machen. Sie reiben sich die Hände, wie ich jetzt, statt in der Kälte, reiben sie sich die Hände, wenn sie wieder einen Schachzug machen. Ah, Schachzug gemacht, großartig. Ja. Müssen wir da nicht verzweifeln als Mensch? Steht dieser Mensch mal am Thron des Schöpfers? Was bringt er mit? Leer. Er ist leer. Er hat nichts, was er mitbringt. Er hat vielleicht noch ein paar seelische Freuden. Die hat er gerade mal beim Grillen aufgenommen und lachte dann über andere. Was für eine Menschheit. Als Jesus ging von der Erde, da hat er noch einmal gesehen, kurz vor seinem Tod, kurz vor seinem Mord, muss ich sagen, da hat er noch einmal gesehen, wie die Menschheit wirklich ist und sogar die Guten, wie sie einfach umfallen, umkippen. Von heute auf morgen denken sie anders, sind sie Gegner oder Feinde. All das hat er gesehen. Und trotzdem hat er gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für schwere, inhaltswerte, starke Worte. Ja, Jesus Christus. Die Menschen haben ihn gemordet. Und nun ist diese Menschheit in der Starre. Sie wird winseln, auf den Knien fallen, wenn der Herr aller Welten erscheint am Himmel. Sie werden auf den Boden geschmissen, die Menschen,
Sie können sie nicht mehr halten, sie müssen auf den Boden, sie halten es nicht aus. Wenn er, der Herr aller Welten, kommt und thronet auf seinem Stuhl. Und er wird kommen, bald. Und die Menschheit wird es erfassen. Sie werden hin und her gerüttelt. Und dann können sie sich ja nochmal besinnen an ihre Werte, wo nichts ist, kann nichts gedeihen. Das sind keine Fortschritte. Das ist hohl und vergänglich. Dann aber kommen die großen hohen Werte, die reinen, für den Übergang, für die Entrückung, für das neue Leben. Dann, wenn wir den Karfreitag feiern, als den Jesus-Christus-Tag. Ja, wir feiern ihn dann richtig, erhaben und glückselig. Und wir erinnern uns nicht mehr daran, was einmal war. Denn durch den Übergang sind unsere Gehirne gereinigt. Wir können uns also nicht mehr erinnern, wie herrlich, wie gut. Es ist gut, wenn man sich nicht erinnern kann manchmal, wenn man scheußliche Taten begangen hat als Mensch. Ja, die Reinigung des Gehirnes, es geschieht im Übergang. Und die Menschenhülle, die muss feiner werden. Ihr müsst, ich habe schon oft gesagt, ihr müsst wirklich im Tag 30 Minuten euch hinlegen, damit euer Körper feiner wird, flüssiger wird. Er muss dieses Grobe verlieren und ihr dürft auch nicht mehr viel Fleisch essen. Haltet euch daran, sonst werdet ihr hier unten bleiben. Hier unten, auf dieser Schwere, wie Blei in den Beinen, dahingehen. Ihr wollt doch gehoben werden, leichter werden, feiner, flüssiger, ätherisierter. Also macht es. Dann kommen eure Gedanken. Sie müssen rein sein, rein erhaben. Wenn euch etwas nervt, dann sagt es. Denn Nichtsagen ist auch schon eine Lüge. Oder ihr durch Nichtsagen geschieht, dass ihr den anderen nicht schätzt, nicht wertschätzt. Also sagt, was euch bewegt. Sagt immer, was euch bewegt. Nur das kann euch helfen, kann euch führen zum Licht Gottes. Und Licht Gottes braucht der Mensch. Er braucht diese Kraft. Sie treibt, fördert und hebt an in lichte Reiche, wo der Mensch hin muss, wo er hingehört. Dann aber auf der neuen Erde wird das Paradies erstehen. Ihr werdet dabei sein, die Schar und auch die, die die Sehnsucht in sich tragen, ihm zuzugehören, ihm, dem Heiligen Geist, Jesus, Immanuel und Gott. Wenn der Mensch es schafft, dann wird ein neues Menschentum entstehen. Rein und klar, einfach und natürlich. Sie werden wieder wie die Kinder sein, die Menschen, und keine Vorteile sehen wollen in irgendetwas. Sie werden keinen Neid mehr haben. Sie werden einfach sein als wahrhaftige Menschen endlich. Und Gottes Wille ist in sie gelegt. Und sie werden treu diesen Gottes Willen erfüllen. So wünsche ich euch einen kleinen Anstoß an die Grabtafel von Abdushin, dass es doch noch ein längeres Gespräch wurde. So wünsche ich euch, vertieft euch in die Grabtafel.
Vertieft euch aber auch in das große heilige Wort, das der Herr brachte in der Schrift, in einem Buch. Nun, so wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Seid bei euch. Seid nicht irgendwo und wünscht. Und habt schon wieder Wünsche. Seid einfach bei euch. Geht in die Stille, damit ihr euren Geist hört. Das rufe ich euch zu. Geht in die Stille. Habt keine Forderungen, Wünsche und grübelt nicht. Es gibt zwei hohe Wörter, die man einhalten sollte, damit man in Glück leben kann. Und zwar sind es die zwei Worte: rechnet nicht und sorget nicht. So wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Immanuel Markus Bösch.